Ihr habt es geliked, ihr habt es geteilt. Vielleicht habt ihr sogar heimlich geweint. Kony 2012 ist das erfolgreichste Kampagnenvideo aller Zeiten. Oh, nee, das war falsch, ne? Sorry. Was ich eigentlich sagen will, mit 100 Millionen Klicks ist Kony 2012 erfolgreicher als jedes Katzenvideo. Geschafft hat das dieser nette Mann. Jason Russell von der Organisation Invisible Children. Er hat uns diesen bösen schwarzen Mann vorgestellt. Joseph Kony, Kriegstreiber und Kindersoldatenrekrutierer. Die Kampagne Kony 2012 will ihn ins Gefängnis bringen. Und zwar, indem ansonsten nasepopelnde Langzeitstudenten das Video liken und Kony-Plakate aufhängen. Aber wie krieg ich das fertig? Kann auch ich, Daniel Bröckerhoff, Journalist und Teilzeitmodel, den Frauenkegelclub Ottensen 04 dazu bringen, die Hände in die Luft zu reißen? Reicht dafür ein super dynamisches Webvideo wie dieses? Am besten fragen wir mal jemanden, der sich damit auskennt. Ob eine Kampagne erfolgreich wird oder nicht, bestimmt vor allem die Idee. Sie muss zum richtigen Zeitpunkt da sein, sie muss große Reichweite entwickeln. Das heißt, die Leute müssen begeistert sein von dieser Kampagne, sie muss emotional sein. Bei Greenpeace sieht das dann so aus. Damit wir diesen Anti-Nestle-Spot liken, das ist ja Blut auf der Tastatur. Da muss er schon mit Splatter-Bildern daherkommen. Wir hatten bei dem KitKat-Video intern Diskussionen, ob wir das überhaupt machen sollten, weil wir uns das angeschaut haben und gesagt haben, naja, kann man das eigentlich noch bringen, weil wir das Peace ja auch sozusagen bei Greenpeace mit drin haben, überschreitet das die Grenze und wir haben gesagt, okay, wir gehen hier an Grenzen dran, weil wir das Blut eben zeigen, aber wir müssen auch emotionalisieren, wir müssen zuspitzen, um die Leute überhaupt noch zu erreichen. Und ich glaube, das ist auch gelungen. Es ist an der Grenze, es knackt, es kommt, fließt Blut, man beißt den Affenfinger, aber das war für diesen viralen Effekt dieses Videos sehr, sehr wichtig. Okay, also wir halten fest. Wenn ich jemandem die Abholzung des Regenwalds erkläre, langweilig. Als freshes Webvideo, awesome! Bei Kony 2012 ist das leider ziemlich schief gegangen. Alles musste super krass und überspitzt sein. So kam es zu einer Reihe sachlicher Fehler. Joseph Kony befindet sich zum Beispiel gar nicht mehr in Uganda, anders als der Film erzählt, sondern schon längst in einem der Nachbarländer, irgendwo in diesem Afrika. Außerdem werden die Uganda als arme Ulus dargestellt, die nur darauf warten, von weißen Hipstern endlich erlöst zu werden. Aber leider ist das Kony-Video halt so hip und so geil geschnitten. Das Ding ist, im Kony-Style wirkt sogar mein bescheidener Alltag irgendwie super jung und frech. Moin, ein Pfund Mett bitte. Gerne doch. Das weiß natürlich auch Greenpeace. Auch die schneiden fresh und funky, damit mal überhaupt irgendjemand hinschaut. Wir arbeiten sehr stark mit Bildern, dafür ist Greenpeace ja bekannt, um einfach das Problem sehr schnell visuell aufnehmen zu können. Wir schneiden ein bisschen schneller beim jüngeren Zielpublikum und wir haben dann dementsprechende Musik auch dabei. Das heißt, wir gucken immer, welche Zielgruppe wollen wir eigentlich bedienen und darauf schneiden wir dann das Video. Webvideos verkürzen, überspitzen, inszenieren. Fragt sich, was von den hippen Kampagnenvideos übrig bleibt. Sind sie bloßer Zeitvertreib wie die Nierencat? Oder das Video von der ticken Frau? Oder von dem Hund mit dem Baguette? Von Kony 2012 wird eher wenig bleiben. Das erklärte Ziel der Organisation Invisible Children war, am 20. April die ganze Welt mit den Kampagnenpostern vollzukleistern. Und das ging irgendwie in die Hose. We just went to the train station where it was the curtain turned tall thing on Facebook. Film the train station. There's no one there. Statt zigtausenden waren bloß ein paar Dutzend Aktivisten unterwegs, in zumindest ein paar Städten. Kette rauchend am Bundeskanzleramt ein Kony-Plakat aufhängen. Auch das ist digitaler Protest im Real Life.